Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Nier Automata. Der letzte Part war ziemlich schrecklich, weil ich ein Idiot bin. Oh, es tut mir echt leid. Sorry. Oh Mann. Aber in diesem Part wollen wir Maschinenkindern helfen, die von einer bösen Maschine terrorisiert werden. Okay, komm her. Na, na, was willst du machen, hä? Ja, Kamera, please. Egal. Das war halt absolut kein Problem. Und ich sollte Kupfererz mal verkaufen. Das habe ich nicht vergessen. Ich habe es nicht vergessen. Hier beim Shop erstmal verkaufen. Ja, ich möchte was verkaufen. Und zwar, wo ist es denn? Kupfererz, Kupfererz. Populas Alkohol. Erhöht Stärke von Waffenangriffen um 50% für 30 Sekunden und stellt 100% Leben wieder. Ja, Alter. Das ist nicht schlecht. E-Droge. Ja. Da, Kupfererz. Wir haben nur 99. Ah, ich verkaufe nicht alles. Ich verkaufe 50. 55 passt schon. Wir werden wahrscheinlich nie im Leben so viel brauchen. So. Pascal, ich habe den Job erledigt. Hey, habe alles gemacht. Wir haben gehört, dass du diese schreckliche Kreatur besiegt hast. Vielen, vielen Dank. Hier ist deine Belohnung. Bitte nimm sie. Alter, nice. Ich habe dieses Dorf errichtet, weil ich das Kämpfen verabscheue. Es sollte als Denkmal für die Macht des Friedens gelten. Doch als wir unsere Waffen aufgaben, verloren wir auch die Fähigkeit, uns zu verteidigen. Zur Wahrung des Friedens wollen sich jetzt aber viele Dorfbewohner wieder bewaffnen und die Feinde im Umfeld niederringen. Was meinst du? Was sollen wir tun, A2? Keine Ahnung. Diese Entscheidung liegt bei dir. Tja, vermutlich. Aber lass deine Freunde im Dorf wissen, dass ich diesen Ort ausradieren werde, falls irgendjemand versuchen sollte, mich anzugreifen. Ich werde eine dringende Mitteilung verfassen. A2? Wenn du möchtest, darfst du dich gerne in unserem Dorf umsehen. Es wäre schön, wenn du uns etwas besser kennenlernen würdest. Klar, wenn mir danach ist. Nice. Er hat eine Aufgabe für uns. Okay. Schwester! Hey! Nee, Schwester! Hey, große Schwester! Hm? Komm schon, große Schwester! Spiel mit uns! Ich spiele nicht mit Maschinen. Jetzt hau ab! Ach, bitte! Ich will mit dir spielen! Ich bin eine Androidin. Du schräge Flöte. Ich bin dein Feind. Tu also, was ich sage, sonst hat dein Hintern Kirmes. Was? Sonst hat dein Hintern Was zum Fick? Du bist lustig. Das sollte dich eigentlich nicht fröhlich stimmen. Große Schwester, bei uns was, womit wir spielen können, große Schwester. Was? Nein! Aber wir brauchen etwas, womit wir spielen können. Ja, uns ist gerade so langweilig. Ernsthaft? Im Shop gibt es viele Sachen. Geh und kauf uns was. Ja, kauf uns was. Ja, ich kaufe euch was. Schon gut, nur hört endlich auf, mich zu nerven. Ja, geschafft. Spiel mit uns angenommen, okay. Kann ich euch dann was kaufen oder wie? Einfach im Shop? Ja, hier, direkt. Ey, willkommen. Du suchst Spielzeug für die Kinder? Ich fürchte, derzeit haben wir nichts Geeignetes auf Lager. Allerdings könnte ich bestimmt etwas bauen, wenn ich die richtigen Materialien hätte. Weißt du was? Hier ist eine Liste mit den Sachen, die ich brauche. Bringe mir diese Materialien und dann mache ich mich an die Arbeit. Ja, das ist seltsam aufdringlich. Das ist doch Unsinn, sind wir nicht.
Gut, ich mache es, bevor du mir noch den Rest meines Lebens auf die Nerven gehst. Eine ausgezeichnete Entscheidung. Die benötigten Sachen müssten im Vergnügungspark zu finden sein. Ach du liebe Güte, dorthin bin ich eine Ewigkeit unterwegs. Gute Reise. Wow. Ich habe nicht den Kram, ne? Mm-mm. Scheiße. Ja gut. Was für ein Mist. Okay, aber hier oben. Mit dir kann ich reden. Du hast nämlich eine Hauptquest. Hey! Hä? Was? Wo lag da der Körper? Ich wollte eigentlich mit der Maschine da reden. Hallo. Ey. So. Maschine. Ey. Okay, dann so. Ich respektiere Pascal sehr, weißt du? Ich meine, er ist der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, ein Dorf für uns Außenseiter zu bauen. Ich möchte ihm wirklich zeigen, wie dankbar ich ihm bin. Wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, ihm zu danken. Irgendwas. Nichts riskieren, schnell weg hier. Bleiben und ihn ausreden lassen. Ja. Ach ja, den Hinweis werde ich befolgen. Kein Hinweis, ich möchte Pascal nur zeigen, wie sehr ich ihn schätze. Wie auch immer, ich glaube, ein neues Philosophiebuch könnte ihm gefallen. Im Widerstandslager sollte so etwas zu bekommen sein. Der Maschine eine Abfuhr erteilen, ein Buch besorgen. In Ordnung, ich werde das Buch holen. Ich schulde der kleinen Klappkiste sowieso einen Gefallen. Oder zwei. Ach, das ist wunderbar. Offenbar besitzt jemand namens Anonymy eine große Sammlung solcher Bücher. Ihr braucht also nur eins zu stehlen. Ja, nein. Ich glaube, da gibt es eine bessere Möglichkeit. Ich stehe jetzt kein Buch. Buch stehlen. So weit kommt es doch. Ja gut, gehen wir ins Widerstandslager. Hoffentlich können wir da auch die Popola-Quest weitermachen. Ernsthaft, ich will die weitermachen. Das ist so gerade meine Hauptquest-Priorität Nummer 1. Der Rest ist halt so eine Sache. Gut, kann man ja mal machen. Ist jetzt nicht so wichtig. Aber hier die, der Wolle und Popola-Quest will ich halt wirklich komplett machen. Ich hoffe, es geht jetzt weiter. Ich meine, jetzt war ich auch mal weg. Jetzt sollte... Ja doch, ich hoffe, jetzt haben wir da wieder was. Yeah, habt nix. Oder? Ah, oh, die haben halt echt nix. Mann, warum? Hm. Na, ja, das klingt eigentlich sinnvoll. Nahfeindliche Kugeln verlangsamen die Welt. Kommos werden beim Ausweichen fortgesetzt. Das ist auch super sinnvoll. Okay, komm. Ich kaufe hier einmal das. Das. Und das. So. Pass gut auf dich auf, ja. Yeah. Ey, ich habe jetzt genug bei euch gekauft, ne? Falls das irgendwie da sein sollte für, das Weiterführen, ne? Dann... dann hoffentlich geht das jetzt weiter. So, das ist wahrscheinlich bei Verteidigung, ne? Wo war das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Schaden saugen? Nein, das war scheinbar nicht hier. Wie viele Chips wir einfach nur haben. Was ist hier Stabilität? Achso, kein Taumeln mehr, okay. Dann war das nicht hier. Dann war das eher bei Unterstützung. Schnelle, ja, ja, ja. Ausweich. Distanz, ja, nee. Fundrate auch nicht. Ausweichsystem, da. Das sind nur 6. Das ist vollkommen okay. Das war nicht alles, oder? Nee. Automatisches Einsammeln. Ja gut, das ist jetzt nicht das Wichtigste. Sport hebt Angriff von Spieler und Feind auf 200. Alter. Übertakten. Habe ich nicht einen übertakten Chip sogar drin? Ja. Aus welchem System habe ich drin? Was habe ich noch bei denen gekauft gerade? Kann doch nicht sein, dass ich das vergessen habe, oder?
Ist das hier bei Hacken? Übernahme? Nein, das ist alles Übernahme. Das war jetzt so nicht das... Nahfeindliche Kuhn verlangsamen die Welt. Ja. Und wie war das mit Kombo wird weitergeführt? Das muss dann bei Angriff sein. Vielleicht ganz unten? Ausweichkombo. Ja. Das passt noch rein. Okay. Dann sage ich mal, optimieren. Ich sollte nicht viel Platz haben. Das passt schon, passt schon. Kann ich mir... Wahrscheinlich habe ich jetzt 4 eingekauft und jetzt nicht genug Platz... Nee, ich kann mir keinen RAM kaufen. Ich habe gar kein Geld mehr. Ich bin pleite. Hey, Anonymy. Hi. Pascal möchte Bücher über Philosophie? Tja, rein zufällig habe ich neulich erst eins zu Ende gelesen. Wenn du willst, kannst du es gerne haben. Danke. Kannst du ihm dieses Golderz auch geben? Er hat schon lange darum gebeten. In Ordnung. Buch Pensees. Okay. Es ist schon seltsam, dass sich ein Maschinenwesen für Philosophie interessiert. Findest du nicht auch? Da stellt sich mir die Frage, wie viel wir wirklich über unseren Feind wissen. Eine gute Frage. Was ist wahr? Ey. Mitnehmen. Danke. So, einfach direkt zu Pascal, oder? Ich weiß nicht, was passiert. Irgendwas lädt das Spiel. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, ich habe so ein schlechtes Gefühl. Right. Now I just have to bring this to Pascal. A2, can you hear me? Oh, perfect. Help A2. I have the materials you asked me to... The village is in great trouble. The villagers are... Pascal! Pascal, are you there? What the hell is going on? Hypothesis. The valuable source of information known as Pascal has encountered difficulty. Proposal. Unit A2 should investigate Pascal's village immediately. I'm on my way. Ich wollte nicht schnell speichern. Warum kann ich den Transport nicht benutzen? Was soll das? Dass ich nun wieder den Transport nicht benutzen darf. Das ist doof. Das ist schwachsinnig. Das ergibt keinen Sinn. Nimm mir die Funktion nicht weg, wenn ich sie habe. Gut, ich renne. Die Musik kenne ich. Die kam auch mal in einem Trailer. Das war im Teaser. Nee. Ich hab's geschafft. Das war die Musik aus dem Teaser, oder? Ach ja, ich weiß noch, als der erste Nier-Teaser da war. Ich habe mich schon fast mehr gefreut als über Kingdom Hearts. Nicht wirklich. Aber ich dachte erst, es gibt vielleicht kein Kingdom Hearts. Dementsprechend, wenn es keinen gegeben hätte, hätte ich gedacht, gut, immerhin habe ich irgendwas über Nier gehört. Das wäre auch cool gewesen.
Kannst du mal bitte nicht das Schwein anvisieren? Danke. Das Dorf ist da. Das klingt nicht gut. Das erklärt, warum wir mit 9S, als wir ankamen, alles in Trümmern gesehen haben. Das heißt, das mit 9S... Moment, das bedeutet... 9S kann nicht im Lager sein. Nee. Ich bin verwirrt über die Timeline hier. Och nö, hier brennt alles. Och nö. What the hell? The machines are eating each other? Pod, where's Pascal? Unknown. Cannot establish connection. Hey, too. What happened? I don't know. Some of the villagers suddenly went mad. They began attacking their friends. I managed to help the children flee to safety, but I fear everyone else's. You need to get out of here before you're next. Just go. Run. I'll figure out how to handle this. But what about you? These guys can't touch me. Now move your ass! Right! Oh mein Gott, lass die... Was ist los mit euch? Seid ihr irgendwelche Mekkon oder so? Ihr sollt auch mal Xenoblade Chronicles spielen. Frag mich, wer das von uns auf den Kanal bringt. Ich glaube, ich bin der Einzige, der es halbwegs weit gespielt hat von uns. In Spiros sind. Vielleicht sollte ich Xenoblade Chronicles machen. Ich mag das Spiel. Ich hab's nicht durch, aber ich mag's. Ich glaube, ich hab's relativ weit gespielt. Hört auf damit! Habe ich jetzt einen der Verbündeten erledigt? Ich weiß auch nicht, wie ich das genau steuern soll. Ne, die sterben so oder so. Du ekliger. Haufen Scheiße. Mein Gott, was sollte das? Das ist bestimmt auch so ein Virus, den die dann hatten, oder? Au! Au. Ja, ich bin tot. Klar, klar, sicher. Alles klar. Bildschirm laden? Wie Spiel laden? Willst du mich verarschen? Wann habe ich das jetzt immer gespeichert? Als ob ich jetzt ein Spiel... Als ob ich jetzt ein Safe Game laden soll. Das Checkpoint-System in diesem Spiel ist so ein Schwachsinn. Das ist so ein Schwachsinn. Das ist mein größter Kritikpunkt an diesem Spiel. Okay, immerhin bin ich hier. Und ich kann wieder ins Dorf. Aber meine ganzen Chips sind weg. Meine Fresse. Das Checkpoint-System in diesem Spiel ist Schwachsinn. Statt dass ich einfach nur direkt da am Dorf starte, weil... Und alle Gegner wieder da sind. Es hätte jetzt auch einfach nur Zeit gespart. Ich verstehe auch nicht, warum ich jetzt ein Safe-Game laden sollte. Das finde ich auch ein bisschen seltsam. Na komm, beweg dich. Ich meine, wir sind ja halt echt nicht so oft gestorben bisher. Aber jedes Mal war es einfach nur absolut nervig. Wo man sich einfach nur dachte, Alter, was soll denn der Mist? Und dann bin ich immer voll verzweifelt nach meinen Chips suchen. Ich finde das sowieso viel zu krass, dass man all seine Chips verliert. Das ist einfach eine viel zu hohe Bestrafung in meinen Augen. Ich meine, gut, wenn ich all mein Geld verliere, ist eine Sache. Wenn ich meinen aktuellen Levelfortschritt verliere, ist eine Sache. Aber meine Ausrüstung? Das ist zu viel. Das ist meiner Meinung nach einfach echt eine viel zu hohe Penalty.
Ich meine, nee. Ja, ja. Das kennen wir. What the hell? The machines are eating each other? Pod, where's Pascal? Unknown. Cannot establish connection. Okay. Ich muss jetzt aufpassen. Ah ja. Bla 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 bla. Ja, 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 Vorspulen, bla. So, komm her. Ich baller dich kaputt. Aus der Ferne, weil. Ja, ich bin jetzt gerade lame. Aber ich denke mir so, nö. Denkst du, ich habe Lust zu sterben? Eigentlich, die liegende Maschine verletzt sich leider aus Versehen mit. Ich habe meinen Plugin-Chips nicht. Oder warum war ich geheilt? Wie kann das sein, dass ich meinen Chips behalten habe? Das hätte mir gerade auffallen müssen, als die Welt wieder alles verlangsamt hat. Warum hatte ich jetzt keine Penalty für Stern bekommen? Das verwirrt mich tatsächlich. Okay, komm her. Ja. Ich kann euch handeln. Der eine ist fast down. Fantastisch. Habe ich da oben jetzt irgendwelche gekillt? Ich habe hier keinen Überblick, wen ich erledige und wen nicht. Obwohl das nicht wirklich irgendwie, das scheint nicht unbedingt einen Unterschied zu machen. So. Hier war der eine. Ja, jetzt kann ich hoch. Und die Schlange kann ich auch irgendwann mal erledigen. Den Wurm. Au. Holy shit, der Damage. Der Damage von denen ist wie von dem. Okay, du hast kein Schild mehr. Auf den Scheiße. Au. Na komm her. Au. Das hat dich nicht gekillt? Als ob du mich so triffst. Viel zu offensichtlich der Angriff. Meine Stimme ist auch viel zu offensichtlich gleich kaputt. Vor allem, was ich nicht ganz verstehe, ist... dieser Wurm, wo kommt der denn jetzt eigentlich genau her? Wenn hier einfach nur ein paar Maschinen durchgedreht sind. Vielleicht kam der einfach so. Vielleicht ist der dafür verantwortlich. Komm her. Ich muss scheinbar echt wegen dem Symbol alleine schon alle hier erledigen. Ach man, der arme Pascal. Das war's mit seinem Dorf. Was er sich eigentlich echt mit Mühe und Not aufgebaut hat. Da komme ich nicht mehr ran. Was auch immer das sein soll da. Zum Glück schadet mir das Feuer hier nicht. Hier noch irgendjemand? Hallo? Hallo? Ist noch jemand da? Ich sehe niemanden. Hier auch nicht, okay. Mann, dieser scheiß Wurm. Er bewegt sich in viel zu großen Bereichen. Hier unten. Hier irgendjemand. Okay. Ich wollte eigentlich nach ganz unten, aber... Ich habe nur einfach wieder keinen Plan, wo ich hingehe. So, das Ding ist kaputt. Fantastisch. Kann ich hier runter? Ja, hier kann ich runter. Ich will noch mal runter. Hier. Ich wusste es, hier sind noch welche. W-
Was willst du mit deiner Maschinenaxt, hä? Guck mal, wie viel schneller ich... Aua. Och, nö. Bitte nicht elektrisch laden. Sowas ist kacke. Das ist nervig. Der ist auch down. Gibt's noch welche? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hm. Irgendwo noch jemand da? Hallo? Infizierter Robotermann? Hallo? Dem geht's gut. Okay. Da, als ob da oben noch einer ist. Als ob da oben einfach noch so eine Scheißschlange ist. Was soll denn der Mist? Vor allem, ich weiß ja nie, wo die hier gerade rumkreisen. Mein Movement ist jetzt nicht unbedingt so gut. Hier. Oder so frei eher. Ja. Ist das Ding gerade einfach da durchgeflogen? Soll ich jetzt einfach hier warten, bis der immer wieder vorbeikommt? Hallo? Ja, scheinbar kommt er immer wieder hier durch. Keine Ahnung, wo der sonst hier lang fliegt. Geh mal runter. So, hier immer. Keine Ahnung, wo der sonst lang fliegt. Scheiße, ich habe irgendjemanden abgeschossen. Nee, ich renne da sicher nicht hinterher. Da habe ich auch keinen Nerv zu. Ist mir egal. Wenn das Spiel meint, das ist das richtige Terrain für so einen Gegner, hier einmal rumzukreisen, dann, ja. Ich sehe übrigens auf der Minimap zwischendurch den schwarzen Punkt. Ja. Is that all of them? Pod, scan for survivors. Scanning. No life signs detected. None, huh? Pascal, can you hear me? Hey, too. How is my village? My people? I'm sorry. I couldn't help them. Oh, no. Are the children all right? I've taken them to the abandoned factory. All right. I'm on my way. Moin, der arme Pascal. Kann ich die Transportstation hier benutzen? Wahrscheinlich. Ja, danke. Verlassene Fabrik. Fabrikeingang. Okay, reicht mir. Ah, das ist halt echt hart. Für den Arm. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ah, tatsächlich können wir heute mal den Part pünktlich beenden, würde ich sagen, oder? Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Es wird halt echt mies mit den armen Villagern. Es sind aber immer noch die Kinder da, die nicht wachsen können. Deswegen ist es eigentlich nicht sinnvoll, dass Kinder da sind. Meine Fresse, Name Pascal. Da hat er sich was aufgebaut und dann haben die wahrscheinlich alle so ein Virus gekriegt, wie die Joha-Mitglieder, und dachte man sich, lol, machen wir mal alles kaputt oder was. Ich will wissen, wer dafür verantwortlich ist. Wer sind diese Hologramm-Mädchen? Aber ich denke mal, wir erfahren mehr im nächsten Part. Also dann, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.